Hallihallo. Ja, ich habe einen ganz kleinen HEMA-Haul für euch. Das war meine allererste Bestellung bei HEMA. Ich habe auch nicht ganz so viel bestellt. Ich wollte unbedingt die Clear Stamps und ja, die habe ich mir auch gekauft. Ja, ich dachte trotzdem, ich zeige euch einfach mal eben, was ich so gekauft habe und fange direkt an. Und zwar habe ich mir einmal dieses Washi-Tape bestellt. Das gefällt mir sehr gut. Hier mit den Schleifchen. Bei dem Rosen steht irgendwie Love You, sehe ich gerade. Mal so ein bisschen schwer erkennen. Also sehr schön. Dann habe ich mir bestellt dieses Washi-Tape. Das werden viele von euch kennen. Das, haben jetzt ja ziemlich viele von HEMA bestellt. Das ist auch wirklich schön. Gefällt mir sehr gut. Von den Farben. Passt jetzt gut in den Sommer. Ja, und das war es im Grunde auch schon, was Washi-Tape angeht. Dann habe ich noch Clear Stamps. Da habe ich jeweils zwei geholt, weil ich noch was für eine liebe Bekannte mitbestellt habe. Und zwar habe ich einmal mir dieses gekauft. Das ist wohl richtig schön. Die kosten 3 Euro. Also ist jetzt teurer als die von Action, aber ich finde die Motive wirklich, wirklich klasse. Und vor allem ist bei jedem Stempelset ein Acrylblock bei, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Finde ich toll. Dann die. Die gefallen mir auch richtig gut. Hier mit der Schleife. Hier ist die Ananas. Very happy. Also ganz toll. Kann man sehr, sehr gut auch für Scrapbook benutzen, Smashbook oder eben jetzt für den Happy Planner, den ich habe. Und deswegen mussten auch die Buchstaben mit. So kann man selbst was schreiben und ist nicht auf Sticker angewiesen. Da fehlt dann irgendwie immer mal ein Buchstabe. Alles schon erlebt. So kann man die Namen selbst stempeln. Auch da ist, wie gesagt, bei jedem Stempelset ein Acrylblock bei. Ja, wie gesagt, das sind die gleichen. Die habe ich noch mitgenommen für jemand anders. Dann machen wir ein kleines Tauschpäckchen. Dann habe ich mir noch Sticker bestellt und zwar einmal die. Ja, mit den Schleifchen, das gefällt mir ganz gut. Die fand ich auch richtig klasse für meinen Happy Planner. Da sind auch ganz kleine dabei, kleine Herzchen, kleine Kronen, kleine Sprechblasen und auf der Rückseite dann so, finde ich auch total toll, das Fahrrad hier und ja, richtig toll, so ein bisschen Vintage mit der Kamera, also gefällt mir echt total gut. Und zu guter Letzt habe ich noch die Sticker gekauft. Passen natürlich auch sehr, sehr gut mit den Washi-Tapes. Ja, sehr schön. Ja, das war wie gesagt meine erste HEMA-Bestellung. Und das war es im Grunde auch. Nicht viel. Mir ging es hauptsächlich um die Clear Stamps. Die hat man eine Weile nicht bestellen können, weil die nicht auf Lager waren. Genauso wie bei den Washis. Und als die jetzt endlich wieder auf Lager waren, also die Washis und auch die Stempel, musste ich dann doch zuschlagen und habe dann sofort eine Bestellung gemacht. Und ich glaube, ab 15 Euro war das, ist versandkostenfrei.
Ich habe jetzt insgesamt 22,50 Euro bezahlt, weil ich ja wie gesagt noch zweimal Clearstamps mitgenommen habe. Fehlmann Anders sind ja schon 6 Euro. Ansonsten, ich glaube, die Washis kosten 2 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Also nicht teuer für 4 Stück. Und ja, jedenfalls 22,50 und dadurch waren dann keine Versandkosten dabei. So, das war's, meine Lieben. Es ist irrsinnig heiß draußen. In Berlin haben wir heute 34 Grad. Morgen und am Sonntag, wir haben heute Freitag, sollen 36 oder sogar 39 werden. Man mag sich überhaupt nicht bewegen. Es ist einfach zu warm. Es macht irgendwie nichts Spaß. Man macht nichts und ist irgendwie außer Puste. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.